Dann haben wir danach die neue Spielerin verpflichtet von der Schweizer Nationalmannschaft, oder? Ja, richtig. Ja, Maya hatten wir schon etwas länger auf dem Zettel. Haben wir auch letztes Jahr schon beobachtet. Da war dann der Schritt vielleicht noch nicht ganz da für sie, ins Ausland zu gehen. Gerade auch, weil sie noch Abitur machen wollte, das abschließen wollte, was sie ja bisher jetzt macht. Ja, und dann ging es dieses Jahr eigentlich relativ zügig, ohne große Gespräche noch. Wir haben natürlich auch schon im Laufe der Saison über Maya gesprochen, auch mit Maya und mit dem Management. Und ja, das stand für uns relativ zügig fest, gerade weil wir sie schon länger auf dem Schirm hatten. Aber auch da waren andere Vereine dran und da zeigt jetzt auch wieder, dass sie jetzt gerade auch für Aachen entschieden hat, als junge Spielerin. Es kommt von Smash Pfeffingen, sind dieses Jahr Vizemeister geworden in der Schweiz, in einem tollen Finale, wo es auch nicht aussichtslos war, eventuell selber auch Schweizer Meister zu werden. Sie ist, das gibt es bei denen, dass auch immer eine punktbeste Spielerin des jeweiligen Teams nach der Saison bestimmt wird, ähnlich wie bei uns die MVP. In einem Spiel gibt es dann am Ende der Saison die beste Spielerin, die die meisten Punkte gemacht hat, zumindest für die Mannschaft. Und das ist die Maya Storck geworden. Also sie hat die meisten Punkte für Smash Pfeffingen erzielt in der Normalrunde. Ist ein, wie ich jetzt so vom ersten Eindruck habe, wie sie sich so darstellt. Also man macht ja heutzutage dann so eine kleine Internetrecherche, da gibt es zwei nette Videos von ihr, wie sie dann, ich freue mich schon auf den Akzent, ich kann das mal so ganz ehrlich zugeben, ich freue mich schon sehr auf die Gespräche mit ihr, aber sie ist auch jemand, und das fand ich echt beachtlich, die schreibt unserer schwarz-gelben Serve auf die Facebook-Seite, schreibt sie an und stellt sich vor, hallo, ich bin die Maya Storck, ich bin so und so viele Jahre alt, und das fand ich echt mal beachtlich, auch wenn sie es vielleicht erst später hört, vielleicht mal einen Riesengruß in die Schweiz und Dankeschön für diesen netten Gruß aus der Schweiz in Fanszene. Dankeschön, Maya.